Touch. Hey, warte kurz. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, was mit Leonard und Sheldon letzte Nacht war, aber ich bin echt sauer deswegen. Die beiden sind einfach in meine Wohnung eingedrungen, um dort Ordnung zu schaffen. Meine Güte, was sagt man denn dazu? Das ist doch abartig. So etwas sie steht aber sehr dicht vor mir. Oh Mann, aber sie duftet so gut. Was ist das? Vanille? Ich sag dir mal was. Wo ich herkomme, wird auf einen, der nachts in dein Haus eindringt, geschossen. Okay? Und ich rede nicht von Warnschüssen. Okay, meine Schwester hat auf ihren Mann geschossen, aber das war ein Unfall, sie hatten getrunken. Aber, warte, was wollte ich sagen? Aber sie redet so viel. Vielleicht haben meine Eltern recht. Mit einem indischen Mädchen wäre ich besser dran. Wir haben denselben kulturellen Hintergrund und meine Frau konnte den Kindern dieselben Wiegenlieder vorsingen wie meine Mutter mir. Sie sind zwar offensichtlich etwas neben der Spur, aber es geht mir im Moment auch nicht gerade besonders. Ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht. Munna, munna, baba. Soda, mere, baba. Ich meine, nur weil die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, Idioten waren, müssen doch Leonard und Sheldon nicht auch gleich welche sein, oder? Sie hat mir eine Frage gestellt. Ich glaube, ich nicke mal. Genau das denke ich ja auch. Danke fürs Zuhören. Das hat gut getan. Oh, oh, dreh dein Becken weg.